Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen hier zurück zum Tutorial zu Prison Architect. Wir haben das letzte Mal alle Grants, die wir offen hatten, abgearbeitet. Das war das Basic Detention Center. Jetzt sollten wir uns darum kümmern, dass wir einen Administration Center kriegen, denn da können wir einen Warden einstellen. Mit dem können wir sehr, sehr viele Sachen machen, die wir dann auch erklären wollen. Und da unsere Mitarbeiter mittlerweile schon ein bisschen angeschlagen sind, sollte man natürlich vielleicht auch eine Staff-Well-Being-Initiative starten mit einem Staff-Room und so weiter und so fort. Nehmen wir auch das mal an. So, zwei Sachen sind momentan zum Maximum am Anfang und jetzt heißt es wieder, das Ganze hier bauen, umsetzen, machen und tun. Und da wollen wir uns jetzt mal drum kümmern. Das erste, was von uns verlangt wird, sind zwei Office-Gebäude. Die baut man im Prinzip wieder genauso, dass man eben, ja, Räume baut. Jetzt kann man sich das natürlich überlegen, wie hätte man das ganz gerne. Und es hört sich jetzt blöd an, die müssen nicht im Knast sein. Die können überall sein. Ein Büro sollte eine Innenfläche haben von 4x4 Meter. Da nutzen wir die Wand vom von der Küche mit. Dann können wir es so machen. Dann haben wir eine Innenfläche von 4x4 Meter. Dann braucht das Ganze hier natürlich noch eine Tür. Und dann können wir das Ganze auch schon bauen lassen. Da rein kann man dann ein Büro bauen und in dieses Büro kann man dann einen Warden einstellen und der Warden, der schaltet dann neue Optionen hier im Spiel frei und deshalb ist das auch ja das, was man als nächstes machen sollte, nachdem man so einen Basisknast gebaut hat. Das Ganze sollte natürlich schneller gehen, nicht über 4 Tage dauern, denn die Jungs, die haben jetzt irgendwann dann auch mal das Bedürfnis, sich frische Klamotten anzuziehen. Und wir haben natürlich noch gar nichts in diese Richtung überhaupt vorangebracht. Also ich vermute auch mal, dass ihr hier bald im Tutorial eine Rebellion erlebt von unseren Gefangenen. So, ziemlich schnell wurde das Büro gebaut. Also gucken wir uns das mal an, was wir fürs Büro brauchen. Ein Büro braucht eine Grundfläche von Minimum 4x4 Meter, braucht einen Office Desk, einen Chair, ein Filling Cabinet und soll Indoor liegen. Indoor haben wir es, haben ja ein Gebäude gebaut. Dann machen wir ein Office daraus. Wenn wir jetzt ranzoomen, je näher wir rangehen, seht ihr, kriegen wir nur noch angezeigt, was wir fürs Office brauchen. Zoom mal weiter raus, nimmt ihr die Küche noch mit. Also, was wir brauchen, ist ein Office Desk. Und da kann ich euch jetzt im Prinzip mal zeigen, dass es keine Rolle spielt, wie es anordnet. Also, der steht eigentlich falsch rum. So, der Stuhl ebenfalls. Und der Filling Cabinet, den stellen wir einfach nebendran. So. Das sieht scheußlich aus, ich weiß. Das ist mir bewusst, dass das scheußlich aussieht. Ich mache das mal ganz bewusst, damit ihr seht, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie man das Ganze ausstattet. Ihr könnt alles aufeinander klatschen. Wichtig ist nur, dass es da ist. Das sieht eher aus wie eine Rumpelkammer, nicht wie ein Büro, aber es zählt als Büro. So, jetzt müssen wir unten auf Stuff gehen und müssen hier den Warden holen. Der kostet uns 1000 in der Anschaffung und ich glaube, der hat Unterhaltskosten von 200 am Tag. Und sofern wir den dann eingestellt haben, wird hier Bürokratie freigeschaltet. Das nächste, was von uns verlangt wird, dass wir ja Finanzen über Bürokratie freischalten sollen. Also gehen wir auf den Bürokratiebildschirm. Das ist dieses etwas kompliziert aussehende Ding hier. Das ist der Warden, den wir gerade eingestellt haben. Deshalb steht hier mal 1. Den haben wir einmal. Das ist die Finanzen, die wir erforschen sollen. Klicken wir drauf. Dauert, ja, 6 Minuten und ist jetzt im Progress. Sprich, der erforscht gerade die Finanzen. Die Zeit nutzen wir, um hier anzubauen. Nämlich, ja, das nächste Büro. Wir sollen ja 2 haben. Jetzt kommen die Jungs wieder. Fällen mal ein bisschen Bäume. Bauen hier mal einen Raum. Sollen wir mal eine machen. Die brauchen immer so lang. Bäume fällen, das dauert. Das hat was damit zu tun. Das wurde ein bisschen erhöht, als
ja, die Holzverarbeitung eingeführt wurde. So, jetzt können wir hier eine Tür reinsetzen. Und wenn die eingesetzt ist, dann dürfte der Raum fertig sein. So, fertig ist er. Jetzt kommt noch irgendeiner, setzt eine Lampe hin. Der ist natürlich total müde. Der ruht sich gerade aus. Das ist ja eine der nächsten Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben. Jetzt machen wir auch hier draußen ein Büro. Dann haben wir zwei Büros, sofern das natürlich ausgestattet ist. Also machen wir wieder einen Schreibtisch rein. Ich bin Freund davon, das richtig rumzustellen, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Bei mir spielt ein bisschen auch die Optik eine Rolle. Also nicht einfach nur so. Es gibt genug Leute, die spielen so. Alles, was in den Raum muss, kommt in eine Ecke und ja, Thema durch. Hauptsache, es ist da. Ja. Ich könnte auch hier drin voll die Liegewiese machen aus lauter Betten. Da könnte ich hier 100 Leute in der Holding Cell aufnehmen, aber das ist nicht so ganz mein Spielstil. Sagen wir es einfach mal so. So, das Ganze braucht jetzt noch Strom, weil da haben wir natürlich clevererweise noch kein Stromkabel gehabt. Das holen die es jetzt einfach mal daher. Ich bin mal gespannt, wer es macht, ob es welche machen. Da kommen sie schon. Mich wundert es, dass die Jungs uns die Bude noch nicht klein gehauen haben. Also wäre das hier ein Let's Play, hätten wir schon 5 Revolten gehabt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, die wissen, dass ich ein Tutorial aufnehme. Hab ein bisschen Geduld mit mir. So, jetzt müssen wir warten, bis Finanzen erforscht ist. Dauert ein bisschen. Derweil gehen die Gefangenen mal etwas essen. So, da haben wir Finanzen, glaube ich, erforscht. So, da ist abgeschlossen. Jetzt können wir hier unten den Accountant nehmen. Achso, das war zwei Offices. Und wenn wir jetzt den Accountant hier einstellen, haben wir die nächste Aufgabe erledigt und haben das abgehakt. So, damit unsere Gefangenen, Wärter und so weiter, dann auch mal eine Pause machen können und die Arbeiter und auch hier unten die Büroangestellten, wird von uns als nächstes verlangt, dass wir ein Staff Room bauen. Und natürlich werden wir jetzt in der nächsten Folge dann auch noch ein Staff Room bauen, um zu zeigen, wie das funktioniert, wie der so, was der so benötigt, was man da vielleicht so beachten könnte und so weiter. Und ja, machen wir doch mal den Worten, den erklären wir dann nach dem Staff Room. Bis dahin, ja, wünsche euch erstmal noch viel Spaß auf YouTube, wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.